Wunderbar. So, herzlich willkommen, Claudia, hier zu unserem Expertin-Video. Ich freue mich riesig, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns und bin schon ganz gespannt, dich ein bisschen näher kennenzulernen. Ich muss vorab einmal sagen, also das Erste, was mir bei dir ins Auge gesprungen ist und auch etwas, wo ich total neugierig drauf bin, du bist ja in Italien. Ist das richtig? Ja, Erzähl mal, also das ist ja, genau. es ist ja außergewöhnlich, dass jemand in Deutschland, also berufstätig ist oder auf deutscher Sprache etwas unterrichtet, aber dann doch im Ausland, Ausland ist ja europäisches Ausland, aber trotzdem, es ist ja Ausland. Also, wie kommt's? Ja, vor 16 Jahren hat mich quasi die Liebe hierher verschlagen. Und Deutsch ist meine Muttersprache. Also ich komme eigentlich ursprünglich aus Leipzig und ja, und ich lebe halt in Südtirol, wo es ja, sag ich mal, auch überwiegend deutschsprachig ist, ja. Und so ist es eigentlich gekommen, dass ich halt das alles auch auf Deutsch mache, ja. Und wir haben halt auch ganz, ganz viele Touristen, die liebe Kundinnen von uns sind, die ja immer regelmäßig, sag ich mal, auch nach Südtirol in Urlaub fahren und so, ne. Und so ist es gekommen, dass es quasi sich auch auf ausgedehnt hat von Südtirol auf eigentlich den gesamten deutschsprachigen Raum. Also wir haben mittlerweile tatsächlich Kundenteilnehmer aus ganz Europa. Cool. Herzlichen Glückwunsch. Das finde ich total Danke. cool. Von dir sieht man ja gerade in den letzten Jahren besonders viel. Und ich darf ja mit dir im Suven zusammen eine der Expertinnen sein. Das freut mich total. Und ich habe ja in deiner E-Mail schon gelesen, ja, Nähen aus Leidenschaft. Wie kommst du zum Nähen? Was ist deine Leidenschaft beim Nähen? Was macht dich besonders an? Wo ist dein? Wo ist dein? Oh mein Gott, ich muss das einfach selber machen. Also es war eigentlich tatsächlich so, dass ich vor ungefähr 13 Jahren, ja, wusste ich gerade mal so, wie man Nähmaschine schreibt, ja. Aber von mehr, keine Ahnung, ja. Und dann eigentlich so der Klassiker, ja, hochschwanger, Hormone verrückt gespielt, Nestbautrieb. Und ja, und dann hatte ich mir halt eingebildet, ich muss was für mein Baby nähen. Und habe das auch irgendwie gemacht und es hat mich dann total fasziniert. Und vor allen Dingen auch, sage ich jetzt mal, neben der Arbeit als Mama und dann mit zu Hause bleiben mit den Kindern. Und es wurde quasi ja zwischen Wäsche waschen, putzen und kochen nicht viel Brust. Hat mich Kenne das ich. total erfüllt. Hat mich das total Alle erfüllt. Mamas jetzt so, oh, ja. Und es hat mich einfach total erfüllt, was Bleibendes zu schaffen, ja. Und dann kam war noch so ein anderer Aspekt dazu, dass ich damals das Gefühl hatte, Kleidung oder auch heute oft noch für Babys und Kleinkinder oft so ist nicht für kleine Erwachsene, ja. Aber mir kam immer vor, es sind eigentlich Kinder und es soll bunt sein und es soll Spaß machen und genau aus diesem Antrieb heraus habe ich dann halt immer mehr gemacht, immer mehr, immer weiter, immer weiter. Nie mit der Absicht, das irgendwie mal beruflich zu machen, ja. Also, und es hat mich halt, es war ein Hobby. Es war ein Hobby mit voller Leidenschaft, ja. Und so ist es eigentlich gestartet. Und es ist auch heute noch so. Leider komme ich jetzt nicht mehr so viel zum Nähen, Ja. wie ich mir das gerne wünschen würde. Wenn wir in Deswegen bin Rente ich. sind, wenn wir in Rente sind, dann starten wir noch mal voll durch. Ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, in Rente zu gehen. Ja, das stimmt. Es ist so, ich genieße das sehr, wenn ich quasi mit meinen Teilnehmerinnen bei die Kurse, da nähe ich ja immer gemeinsam mit, ne? Und das ist dann auch so meine Nähezeit, ne? Ja, das ist doch wunderbar. Wie Das kam ist es denn dann, ganz wie kam toll. es denn dann von dem, also es ist ein großes Hobby und ich weiß ja auch viele, also viele Zuhörerinnen oder Zuhörer werden jetzt vielleicht die Ohren spitzen, denn ich weiß, es stehen immer ganz viele Frauen, die super kreativ sind und ganz viele tolle Ideen haben, wirklich so auf der Kippe ins, oh, mache ich mich jetzt damit selbstständig oder nicht oder schaffe ich das oder nicht. Viele habe ich in den ganzen Jahren jetzt kommen und gehen sehen. Die haben dann zwar noch so drei, vier Videos auf YouTube und haben mal was versucht, aber haben dann auch tatsächlich ganz schnell gemerkt, das ist nicht nur mal eben ein bisschen was machen, sondern da steckt schon einiges hinter. Also wenn man so wie du jetzt, Vollzeitjob.
ja, mit einer gewissen Followerschaft auftritt und auch viele Leute schon mit dabei sind und auch viele Fans hast und so und auch wirklich mit beiden Beinen in diesem Beruf stehst. Erzähl doch mal, wie ist gekommen? Der Übergang vom Hobby in die Selbstständigkeit, wie war's? Was sind deine Erfahrungen? Was hat sich vielleicht geändert in den Jahren? Das finde ich auch immer super interessant. Hast du am Anfang was ganz anderes machen wollen, als was du jetzt machst? Wie ist das alles gekommen? Erzähl mal. Also der Plan war ja, wie ich schon gesagt habe, eigentlich gar nicht so zu machen. Ja, also jetzt muss man sich vielleicht totlachen. Ich habe eine klassische Banklehre. Ich habe beim Rechtsanwalt gelernt. Ja, super. Ich habe dann BWL studiert, in einem internationalen Konzern gearbeitet, für den Steuerberatungsbereich. Ja, bis ich dann halt Mama wurde und quasi hier in Italien ist es einfach dann schwierig, arbeiten zu gehen, auch weil es keine Kinderbetreuung gibt und. Und war dann eine Weile zu Hause, hatte dann einen Bürojob gefunden, Teilzeit, und war mit dem auch total glücklich, weil ich da sehr viel Verantwortung hatte. Und dann war das so, kam das Baby dann mittlerweile in den Kindergarten und dann wurde immer an meinem Kind rumgefummelt, wo denn das die tolle Kleidung her hat, ja. Und irgendwann kamen halt immer Anfragen, kannst du nicht mal für mich nähen? Und ich habe das eigentlich immer abgelehnt, weil mir klar war, die Zeit und das Herzblut, was man da reinsteckt, ja, das zahlt dir niemand. Und habe das dann tatsächlich aber nur gemacht als Geschenk, wenn ich irgendwas verschenkt habe. Ja, also ich habe eigentlich keine Auftragsarbeiten entgegengenommen. Und dann ist es aber immer mehr geworden, immer mehr. Dann kam noch ein bisschen dazu, dass ich dann vom Bürojob keinen Bock mehr hatte, ja, so ein bisschen stuff war und irgendwie Bock auf Veränderungen hatte und habe halt hin und her gerechnet und bin dann quasi parallel gestartet, ja. Also, weil ich habe nur Teilzeit gearbeitet und bin dann Teilzeit gestartet und habe Auftragsarbeiten gemacht. Was man dazu sagen muss, was von Anfang an da für mich total wichtig war, da kommt der BWLer wieder zum Vorgrund, ordentlich zu kalkulieren. Ja, also wenn ich teilweise sehe, was wirklich mit Herzblut genähte Sachen werden dann für 15 Euro verkauft, wo Leute nicht mal im Großhandel einkaufen können, da kann nichts übrig bleiben. Große Leid der Kreativen, muss ich ja leider sagen, dass halt einfach wirklich so viele tolle Kreative unterwegs sind, die aber ganz schlecht sind im Berechnen oder Kalkulieren von Preisen oder dann auch im eigenen Marketing. Auch leider so ganz so, ja, nicht so schlecht fühlen, halt Geld für etwas haben zu wollen, was man selber so lange produziert hat. Das ist wirklich, wie ist es dir dabei gegangen? War das von Anfang an einfach für dich oder hast du schon manchmal so gedacht, so, oh Gott, ey, das ist eigentlich so eine kleine Hose, da kann ich jetzt nicht XYZ für verlangen, oder war das von Anfang an immer knallhart bei dir, das brauche ich und sonst mache ich das nicht? Also schon eher immer die weitere Schiene, das brauche ich, weil es hängt ja auch einiges dran, wenn man sich dann selbstständig macht, ne? Also ich hatte dann innerhalb von 6 Wochen so viele Aufträge, dass ich Monate im Voraus ausgebucht war und mir tatsächlich überlegen musste, meinen Teilzeitjob zu kündigen, was ich dann auch gemacht habe nach 6 Wochen und bin da quasi gesprungen und es war Achterbahnfahren und weil es kommen ja dann doch auch Spesen auf einen zu, die man jetzt nicht unbedingt so auf dem Schirm hat, ja. Also da geht meine Maschine kaputt, wenn man so viel näht, die muss zur Reparatur. Dann reden wir mal von Sozialversicherung, die wir dann bezahlen müssen, Krankenkasse, solche Scherze, ne? Die dann pro Jahr, also ich weiß jetzt nicht, wie das in Deutschland ist, aber hier in Italien macht das dann gleich mal so knapp 5.000 Euro pro Jahr aus, ne? Das musst du erstmal übrig haben. Das Steuer im Voraus bezahlen, die halt noch gar nicht reingekommen ist. Das richtig. Das ist halt dann auch so ein Ding, wo man sich denkt, das ist aber nett. Ja, ja, genau. Und das sind halt viele Sachen, die man sich echt genau überlegen muss. Ne? Und es war tatsächlich so, ich bin dann auch relativ schnell gewachsen, bin dann nach einem Dreivierteljahr aus diesem Kleinunternehmertum rausgewachsen gewesen. Ja.
gibt ja aber noch, es gibt ja auch in Deutschland, dass du so Kleinunternehmer bist und quasi so ein bisschen geschützt auch bist und nicht alles auf dich einballert, ja, an Geschichten. Und da war ich dann aber quasi nach einem Dreivierteljahr rausgewachsen und habe mich dann entschieden, all in zu gehen. Und ja, es ist ein Risiko gewesen. Ich habe auch einen Kredit aufgenommen, um gewisse Geschichten halt auch zu finanzieren. Und na klar ist die Versagensangst dabei, ja. Aber ich habe immer gedacht, wenn ich jetzt nicht das probiere, all in zu gehen, also richtig all in, ja, dann wird immer die Frage an mir nagen, Mensch, Was wieso hast du denken nicht? Sie denn? Und ich meine, bei Tageslicht betrachtet, was kann uns in Europa passieren? Oh, das sage ich auch immer. Ich meine, wenn wir jetzt, Nichts. mein Mann kommt ja aus Pakistan, wenn man das dann mal so vergleicht, ne? Also wie da die Lebensverhältnisse sind und wie hier, also wir haben ein Sozialsystem, da wird man immer aufgefangen. Klar hat man seinen Richtig. Krimskrams und dies und das und Luxussachen um sich rum, wo man immer denkt so, wenn das weg ist. Ja, aber wenn das weg ist, oh mein Gott, also selbst Das wenn du hier bedeutet ja aber Kinder nicht, hast, dass man sich so. das nicht wieder schaffen kann. Ja, und du hast hier immer ein Dach über dem Kopf, immer was zu essen, deine Kinder sind immer versorgt. Also im Prinzip, wenn wir hier in Europa oder in den sozialstaaten Ländern das nicht schaffen, unseren Arsch hochzukriegen, dann liegt es, Richtig. ich weiß nicht, wirklich an uns persönlich selber. Es ist halt so. Aber selbstständig sein, das muss ich auch dazu sagen, das wirst du auch wissen, ist auch nicht was für jeden. Du hast dich ja in den Richtig. letzten Jahren wahrscheinlich sehr dann auch nochmal anders umorientiert. Du machst jetzt viel online. Machst du noch Anfertigungen vor Ort oder ist das gar nicht mehr irgendwas, was du machst? Also es ist so, also vielleicht der Reihe nach, ich habe dann jemanden gebraucht, der mir hilft mit beim Anfertigen. Dann kamen die Leute, wollten Stoff von mir. Dann hatte ich wie ein kleines Stoffgeschäft bei mir zu Hause mit einem separaten Eingang. Und dann bin ich vor 6 oder 7 Jahren tatsächlich mitten ins Dorf gezogen, in ein richtiges, also ich habe jetzt wie ein richtiges Stoffgeschäft. Dort haben wir Anfertigungen gemacht, wir haben Offline-Kurse gemacht, ich habe auch für Bildungseinrichtungen hier in Südtirol Kurse gemacht und haben dort auch angefertigt, ja, und Stoffen verkauft. Und dann ist es so gekommen, das lief ganz gut, aber sagen wir mal so, reich geworden bin ich damit nicht. Und da man auch Personal braucht, gerade als Mama, weil du einfach nicht alle Öffnungszeiten abdecken kannst, war das immer so ein bisschen, naja, ja. Also es war Zeit gegen halt Geld tauschen, ne? Ich meine, wie viel Geld richtig. kriegst du pro Stunde? Und dann musst du auch noch dann deine Richtig. Mitarbeiter und alles Ladengeschäft und so vor Ort bezahlen. Ja. Richtig, genau. Ich habe überlebt, aber bin nicht reich geworden. Also jede größere Ausgabe war halt auch immer ein bisschen. Genau. Und dann ist eigentlich Corona passiert. Und ich meine, es wissen eigentlich ja mehr oder weniger alle, dass Italien sehr, sehr hart betroffen war. Auch unsere Region war stark betroffen. Und es ging dann so, wir durften dann, erst sind die ganzen Kurse weggefallen, die ich nicht mehr halten durfte. Da war ein Riesenbatzen weg, Einkommen. Dann mussten wir den Laden schließen. Da ist auch wieder was weggefallen. Und dann durften wir auch nicht mehr anfertigen. Also wir mussten tatsächlich die Produktion, ich weiß gar nicht mehr genau, für 8 bis 10 Wochen durften wir auch nicht mehr produzieren. Das heißt, genau 0,0 Einkommen. Wie viele Mitarbeiter hattest du da zu dem Zeitpunkt? 2. Ja. Und Und also das war ja bestimmt für euch alle echt. Also ich meine, das war ja auch etwas für uns alle, was keiner absehen konnte, wie lange das dauert oder was wir jetzt genau. machen wollen oder so. Krass. Also vor allen Dingen, wenn man dann auch noch Leute hat, also die man, das ist uns ja, ich sage jetzt mal zum Glück nicht passiert, dass wir tatsächlich Leute hatten, die wir dann nach Hause schicken müssen, um zu sagen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ob das jemals wieder so wird. Wir hoffen das Beste, wissen aber nichts. Ja, das kann ich mir ganz schön schlimm vorstellen, muss ich sagen. Also für mich war damals so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, entweder muss ich es lassen, sage ich, und werde wieder angestellt, oder ich kriege meinen Allerwertesten hoch und finde eine Lösung. Und Kopf ins Sand stecken war noch nie so richtig meine Geschichte, mein Ding, dass ich mich entschlossen habe, okay, ich kriege einfach meinen Allerwertesten hoch, wir versuchen jetzt alles, ich gehe wieder all in und schaue, was wir machen können. Ne? Und ich bin ganz, ganz stolz darauf,
dass meine Mitarbeiter genau einen Tag zu Hause waren. Wow. Und ich sie dann angerufen habe und gesagt, ich brauche euch wieder, ich brauche euch wieder, wir haben zu tun. Sehr cool. Wie haben die reagiert? Die waren natürlich super mega froh. Ja, weil das natürlich auch so eine unsichere Sache ist. Und bei uns waren ja auch, sag ich mal, die Beschränkungen extrem. Du durftest nur 200 Meter das Haus verlassen. Und ich merke immer, da gibt halt Arbeit auch irgendwo Struktur und Stabilität, ja, in so einer Zeit. Auch sozialen Austausch und so. Ne? Man hat sich ja teilweise echt gefühlt so, Gott, jetzt geht die Welt unter. Das, ja, cool. Ja. Am Anfang habe ich gedacht, okay, wir haben jetzt einfach mal, ich habe jetzt einfach mal 14 Tage extra Urlaub, wie geil, ja. Und dann räumen wir mal die Geschichten auf, was halt immer so liegen geblieben ist und nutzt die Zeit für Weiterbildung. Und in meinem Kopf war immer schon gewesen, die Kurse auch online anzubieten. Aber mein Fall ist nicht dieses Videoformat, ja, wo du sagen kannst, ich kaufe mir ein Video und das ist mein Ding. Mit dem habe ich immer ein bisschen Bauchschmerzen. Und einfach aus dem Grund, ich habe selber Videos, sei es zum Thema Nähen gekauft, sei es zur Weiterbildung, alle mögliche Art. Ich habe eine Menge Dateileichen. Ja, passiert, wie mit allem anderen auch, was man so kauft. Ne? Genau. Ja. Genau. Und mir hat da immer eben so ein bisschen einfach das Gruppenfeeling gefehlt, die Verbindlichkeit, dass die Leute einen Termin haben und. Und aber alles in meinem Kopf war halt nicht so, ich war halt nicht so richtig greifbar, wie ich das alles umsetzen kann. Ne? Und dann bin ich einfach in die berufliche Weiterbildung gestartet, wo halt einfach, ich habe mir quasi einen Mentor gesucht und einen Coach, wo ich halt erarbeitet habe, wie das funktionieren könnte, ja. Und habe dann quasi Tag und Nacht gearbeitet. Dann fing ja auch an, dass wir massenweise zusätzlich halt Stoffe verschickt haben, ausgeliefert haben für Masken nähen. Ich glaube, das kennt jeder, der einen Stoffladen hatte, ja. Tonnen von Stoffen. War ja gar nichts mehr zu kaufen. Also war ja gar nichts mehr nachzubekommen. Ja, genau. Ja, das war echt einfach echt krass. Ja. Das war echt Dings. Und natürlich haben meine Kunden gefragt, ja, können wir nicht trotzdem weiternehmen? Wir haben jetzt Zeit und Kurs und ja, offline war ich nicht mehr. Und dann habe ich mir quasi dieses Konzept von Live-Online-Kursen erarbeitet, wo das quasi mit festem Termin ist, in der Gruppe, mit Material-Package, ja. Das heißt, meine Teilnehmer, die kriegen auch immer alles, das Material, picobello, alles fertig zugeschickt für den Kurs, dass sie sich um nichts kümmern müssen. Also ein ganz anderes Konzept, zum Beispiel, wie ich es mache. Ich mache ja tatsächlich Online-Kurse und betreue dann in den Gruppen. Aber die Idee mit, ich mache einen Kurs, der live eigentlich live stattfindet, aber halt nicht vor Ort, sondern online und ich schicke das Material dazu zu, das kann ich mir total gut vorstellen, dass das wirklich gut angekommen ist. Und dass auch die, also ich kenne das ja auch dann im Nachhall, wenn dann gefragt wird, so was, ja, was nehme ich denn jetzt für einen Stoff oder was mache ich denn jetzt oder so, um dann halt tatsächlich, und das ist auch eine super gute Idee, um die Kunden direkt mit einzubeziehen und zu binden, um tatsächlich auch direkt mit durchzustarten und sowas. Ist das genau. Eine mega Idee und macht deinen Kunden bestimmt auch total viel Spaß, wenn die dann direkt halt einfach mit loslegen können. Das ist total cool. Wie wird es angenommen? Das ist doch bestimmt mega, oder nicht? Ja, das wird also super angenommen. Also ich bin ja mit meinem ersten Kurs im Mai 2020 gestartet. Habe halt einfach, sag ich jetzt mal, die Inhalte von meinen Offline-Kursen übertragen und daraus einen Online-Kurs entwickelt. Natürlich mit ein paar anderen Schritten. Es gibt von mir dann auch für bestimmte Einheiten Detailvideos und sowas, die man aber nicht separat irgendwo kaufen kann oder sowas. Die sind dann extra für den Kurs, ne? Die Kurse werden auch aufgezeichnet. Das heißt, wenn man mal nicht da ist, kann man das auch nachschauen. Und es ist tatsächlich so, dass wir seit Mai 2020 bis jetzt inklusive bei den Gratis-Workshops und Kursen über 10.000 Teilnehmer hatten. Applaus, herzlichen Glückwunsch. Also dann bist du ja auch, also das ist doch mega. Ich meine, also wie oft haben wir im Leben irgendwas, wo wir so denken, oh Gott, jetzt biete ich gar nichts mehr. Und dann, gerade dann kommt eine mega gute Idee und auch, also bei dir sieht man jetzt auch wieder,
was man dann auch doch wieder draus machen kann. Du kommst mit einer mega coolen Idee um die Ecke und dann sind da direkt Leute begeistert und du bleibst am Ball und dann funktioniert das alles auch richtig gut. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwann dann wieder weggeht, weil dieses von zu Hause aus mitarbeiten und irgendwo hinfahren müssen mit den ganzen Maschinen und so, das ist doch eine mega coole Sache. Ja, es gibt ja auch sehr, sehr viele Menschen, die gar nicht die Möglichkeit haben, vor Ort einen Kurs zu machen. Ja, also zum Beispiel bei mir hier in der Umgebung, wenn ich jetzt mal hier zum Beispiel ein Stück zur Seite rücke, siehst du bei mir im Hintergrund den Berg vom Fenster raus, ja? Ja. Wenn du da oben auf dem Berg wohnst, hast du keine Chance, einen Kurs zu machen, so richtig. Ja. Ja, weil das ist alles zu weit weg, alles extrem aufwendig. Viele sind Mütter, kommen nicht weg von ihren Kindern. Und ja. Und trotzdem, also dieser Termin halt, es gibt dann tatsächlich bei uns Terminkalender, ja, bietet halt Struktur und Verlässlichkeit. Und dass du halt auch ins Tun kommst, ja. Vielleicht ein Fun Fact, ich bin keine Schneiderin, beschäftige aber mittlerweile zwei Schneiderinnen. Ja, aber das macht ja nicht. Also ich meine, was heißt, das macht ja nichts, ne? Weil, also am Anfang wurde bei mir immer auch viel gefragt, so hast du das denn gelernt? Ich habe das tatsächlich gelernt, aber ich lehre überhaupt gar nicht nach den Methoden, die ich gelernt habe in der Ausbildung. Ne? Also das ist dann auch so ein Ding, wo ich so denke, ja, ich kann euch ja mal ein bisschen was zeigen. Ich habe mal einen Kurs gemacht für so Passbildtaschen, wie wir es halt in der Schule gelernt haben und habe dann direkt so, nicht so einen Shitstorm, aber so, oh Gott, da voll umständlich. Ich sage, ja, ich habe euch ja gesagt, mach das gar nicht so. Aber wenn du schon lange nähst und du bist mit zwei Schneiderinnen, wie nur kurz mal aus dem Off-Topic, wie ist es, wie ist das vom Nählevel bei dir oder vom Schneiderinnen-Know-how oder vom Level? Wenn du das jetzt aber schon auch so lange machst und vor Ort anscheinend auch schon so viele Anfertigungen gemacht hast und so, mittlerweile ist das Level doch wahrscheinlich einfach gleich, oder nicht? Oder sind da doch noch Sachen, wo du sagst, die beiden Schneiderinnen, das ist schon nochmal ein anderes Auge auf viele Sachen? Oder ist das gar nicht so dein Superfokus? Wo liegt dein Superfokus? In Maschinen, in Nähen, in etwas Design? Erzähl mal. Da wirst du jetzt wahrscheinlich, oder werden viele ganz viel überrascht sein. Mein Fokus liegt nicht mal so sehr auf diesen Nähthemen, ja, in Design und Nähtechniken und weiß der Kuckuck was, sondern ich sehe mich viel, viel mehr als Motivation für die, ich sag jetzt mal Mädels, ja, wenn da natürlich ein Junge draußen ist, darf der sich auch sehr gerne angesprochen fühlen. Selten, aber sind dabei, ja, genau. Ja, einfach weil ich sehe, da ist so viel kreatives Potenzial draußen und viele trauen sich nicht. Ja. Viele trauen sich nicht, über sich hinauszuwachsen, einen Schritt weiter zu gehen, das einfach mal auszuprobieren. Und ich sehe mich da ganz, ganz groß eigentlich, dass die Mädels über sich hinauswachsen, dass sie was schaffen, worauf sie stolz sind, außerhalb ihres Alltages, ja. Sie zu motivieren, sich auch in ihrem Hobby was zu gönnen, ja. Und sage ich mal, das Nähen, die Techniken, die Nähtechniken, die Maschinen und, ja. Das sind eigentlich für mich nur, ich sage jetzt mal, das Vehikel, ja, um dahin zu kommen. Die Begleiter, um das zu machen. Ja, genau. Also das Transportmittel, um damit die Frauen da in sich einfach wachsen, ja. Und ich habe da so viele aufblühen sehen. Und das ist eigentlich meine Riesenmotivation. Weil, sage ich mal, Nähtechniken lernen, ja, gestalterisch fähig werden, da kann man ganz viel sich auch selber aneignen, ja. Aber so diese diese Energie zu geben, geh los, mach das, trau dich. Es ist kein Problem, wenn mal was schief geht. Ja. Und auch, also wo mein Herz immer blutet, ja, ich werde auch ganz, ganz viel nach Maschinen gefragt, welche Nähmaschine soll ich mir bitte kaufen, was darf, und bitte nicht mehr wie 300-400 Euro soll sie kosten, ja, weil das rechnet sich ja sonst nicht. Und da werde ich immer ganz kribbelig, ja, weil Nähen, wenn du das nicht beruflich machst, ist das ein Hobby. Und ein Hobby muss ich nicht rechnen. Ja, also muss ich auch die Nähmaschine nicht rechnen. Kein Mensch fragt danach, wenn sich bei uns die Männer jedes Jahr eine neue Skiausrüstung kaufen, jedes zweite Jahr ein neues E-Bike,
das fünfte Objektiv zu ihrer Digitalkamera, das rechnet sich auch nicht als Hobby. Ah, ich kenne das, ne? Mit sich selber was leisten. So, ich meine, ich mache das ja beruflich und ich also ich muss natürlich auch gute Maschinen haben und so. Aber ich kenne das auch noch aus meiner Anfangszeit. Und gerade wenn ich Anfänger mit meinen Gruppen habe oder als Kunde, würde ich dir niemals, ich sage jetzt mal, eine teure Maschine verzichten. Ich gucke tatsächlich immer. Oder ich meine, das darf man auch nicht so laut sagen, aber ich sage dann, du, dann keine Ahnung was, hol dir eine günstige Maschine und wenn das nicht mehr funktioniert, und das machen ja auch viele, dann, und du weißt aber, das Hobby ist für dich, entweder verkaufst du die dann günstig weiter oder wenn sie dann tatsächlich kaputt gegangen ist, weil das passiert ja tatsächlich auch sehr oft. Ich kenne die Zahlen von den Rückgabequoten von den Aldi und Lidl Maschinen. Das ist enorm, aber die werden da trotzdem schön verkauft. Alles in Ordnung. Aber wenn dann nach so einem halben Jahr die Maschine tatsächlich kaputt ist, man weiß, aber man hat Spaß an dem Hobby, dann gibt man auch gerne mehr Geld aus. Ja. Und dann weiß man auch schon, was man will. Ja. Also diese Anfängergeschichte mit dem, ja, mit den Nähmaschinen muss schon mindestens 500, 600 Euro kosten. Natürlich ist das eine andere Sache. Oft, nicht immer, als sich so eine günstige Maschine vom Discounter zu holen. Natürlich macht es mehr Spaß, aber wenn man genau sein letztes Geld so zusammengekratzt hat. Also ich bin da voll der, also ich meine, ich bin voll bei dir, dass das keine Maschine sein muss, die 1.000 Euro und weit mehr kostet. Das ist dann tatsächlich, wenn man teuer gefangen hat, ja. Aber ich bin immer tatsächlich jemand, der sagt, spar lieber noch 1, 2, 3 Monate, ja, und kauf dir eine vernünftige Maschine. Weil wenn du als Anfänger da sitzt, ja, und musst wurschteln, es frisst ständig einen Faden ein oder den Stoff wird eingefressen und verliert man einfach auch die Freude, ja. Muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Und ich habe immer gern, dass die Mädels einfach mit der Technik, mit ihrer Technik gut klarkommen, dass einfach, sage ich mal, dass die Grundvoraussetzung stimmt, ja. Wenn ich ein Auto habe, ich habe mal ein Auto gehabt, das ist immer an der ersten Kreuzung verreckt, ja. Da hast du irgendwann auch keinen Bock mehr, mit dem Ding zu fahren, ja. Und also ich sehe, wo du herkommst. Also du möchtest halt einfach gern, dass Frauen, die nähen, auch wirklich sich toll, also es ihnen gut geht, wenn sie nähen. Richtig. Und deswegen sie halt lieber gerne, lieber direkt in sich investieren und in ihr tolles Hobby, damit es halt direkt toll ist und nicht am Anfang schon irgendwie Theater macht und man sich dann überlegt, es ist sehr anstrengend. Ich möchte das vielleicht doch lieber nicht machen. Das kann ich natürlich auch schon total verstehen. Ja, ich kenne halt, und tatsächlich muss ich sagen, also ich habe so gut wie niemanden, der das bereut hat. Ja. Und es ist natürlich, man darf auch dazu sagen, der Markt ist heutzutage so, wenn du jetzt eine Maschine kaufst und stellst, das ist doch nicht meins, du kannst sie ja total super weiterverkaufen. Das stimmt, da ist nicht viel Verlust. Also ich sag mal, wenn man jetzt nach 2, 3 Monaten, wenn man wirklich sagt, 2, 3 Monate teste ich die jetzt aus. Richtig. Und dann ich habe irgendwo auch gehört, dass man sich mittlerweile auch schon mieten kann, auch neue Maschinen. Ja, so es gibt es auch, genau. Ja, dass man es einfach ausprobieren kann und dann kann man. Richtig. Ich weiß nicht, wo das ist, aber das finde ich auch eine gute Idee. Das ist ja auch nicht immer jeder Maschine zufrieden. Man näht sich ja auch auf seine Maschine ein. Ja. Hätte ja nicht jeder das gleiche Auto, ne? Und, und ich sehe tatsächlich halt meine Aufgabe, also meine ist ja, wenn man jetzt mal nach dem großen Warum fragt, ja, tatsächlich darin, die Frauen zu motivieren, über sich hinauszuwachsen, ja. Und da kommt halt bei uns das Nähen zum Einsatz. Ich bin auch ein bisschen ein Technik-Nerd. Also ich gebe auch nicht so schnell auf. Ja, ich schraube auch schon mal eine Maschine auseinander und probiere und tüftle neue Sachen aus, wie das funktioniert und ähnliches. Und sage ich jetzt mal für die Nähtechniken, eine meiner engsten Mitarbeiterinnen ist Schneiderin, die ich quasi jeden Tag sehe, ja. Und wir auch immer sehr eng zusammenarbeiten. Die hat die Ausbildung auch während der Zeit bei mir gemacht und ich habe das sozusagen mitgelernt. Und wenn ich an meine Grenzen komme, nähtechnischer Natur, dann habe ich ja auch immer jemanden, wo ich wieder nochmal nachfragen kann, nachlernen kann, ausprobieren kann. Und natürlich entwickelt man sich auch selber immer weiter. Es ist jetzt aber, sage ich mal, wo ich mich jetzt nicht oder nur mit sehr großem Respekt rantrauen würde, wären so Abendgarderobe und Trachten bei uns. Das wären so Sachen, wo ich dann anfange, okay, wenn es sein muss, kriege ich das hin. Aber ich würde mir niemals anmaßen, zum Beispiel das zu unterrichten, weil das einfach eine eigene Hausnummer ist. Ja, also gerade Tracht bei uns ist es ja sehr, sehr viel verbreitet. Das ist echt eine eigene Hausnummer, ja.
Ja, ja, das wird nochmal ganz speziell mit den Schnitten und sowas gemacht. Das stimmt. Ja, genau. Da hat ja jedes Dorf seine andere Tracht und jedes, da wird alles ein bisschen anders verarbeitet und. Das muss man tatsächlich denken. Aber ich meine, das ist ja wie bei vielen im Leben, ne? Auch wenn man jetzt Schneiderin gelernt hat, du spezialisierst ja dich auf irgendwas. Ja. Und dann. Ja, genau. Die meisten haben ja, also wenn sie später auch, vor allen Dingen, wenn sie später anwenden als Arbeit, also wo sie irgendwie wirklich etwas herstellen und sowas, sind die meisten, musst du dich ja auch mittlerweile spezialisieren. Ansonsten bist du eine Änderungsschneiderei und kriegst, wenn du Glück hast, 30 Euro die Stunde. Und das ist natürlich immer so ein Ding, wo man sich sagt so, ist genau. Schwierig. Ja. Wenn man dich jetzt findet, also wo findet man dich? Ich habe dich auf Facebook gefunden, sage ich jetzt mal. Du wurdest ja von meinen Kundinnen ausdrücklich gewünscht für unser Online-Näh-Event. Ich freue mich auch. Das freut mich total. Ja, das wird bestimmt total cool. Da kannst du ja gleich mal ein bisschen erzählen, was du davor hast. Und ich habe dich am größten platziert, sage ich jetzt mal so, auf Facebook gefunden. Oder zumindest hatte ich so den Eindruck, als ob du da am meisten vertreten bist. Ist das so, wenn man dich sucht, wo kann man dich finden? Wie heißt deine Seite? Hast du ein Newsletter, wo man sich eintragen kann? Wenn man sich entscheidet, bei dir etwas zu machen, wie kommt man an die Informationen, was du machst, wann du das machst und wie man mitmachen kann? Also wir haben zum einen die Facebook-Seite, wo wir immer präsent sind. Also es gibt zum Beispiel bei uns jeden Morgen 9 Uhr frühes Frühstücksfernsehen, ja, wo man mich dann auch direkt Sachen fragen kann. Dann haben wir natürlich unsere Webseite www.claudiawittige.com. Da steht dann alles drauf mit Kursen. Da kommen jetzt unsere Freebies, sind wir gerade dabei, das neu zu überarbeiten und da wieder reinzumachen. Dort kann man auf unseren Newsletter zugreifen, wo wir dann in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen Infos raushauen, lustige Sachen, unsere Kurse, Nähtipps und Tricks und ja, ich will auch wieder meinen Blog reanimieren. Ja, und es wird jetzt auch Instagram wieder, sind wir jetzt dabei, das mehr zu machen. Es ist einfach, dass jetzt in den letzten anderthalb Jahren so viel auf uns eingeplecht ist. Ja, eine Sache, auf die man sich dann, also Social Media, alles zu streuen immer, ist einfach schwierig. Arbeit, ist schwierig, vor allem, wenn man sich auf seinen Kundenkreis fokussieren will. Wenn du aus allen Bereichen ständig irgendwelche Leute zu laufen hast, ist halt einfach schwierig, die zu, ich sage jetzt mal, zu steuern. Da müsst ihr hin. Das ja, genau. Ja. Genau, und wir haben jetzt zum Beispiel das letzte halbe Jahr super viel Zeit aufgewendet, um einfach, sag ich mal, den Kundensupport zu verbessern, aufzubauen. Immer jemand gibt, der ansprechbar ist und um das einfach auch, sag ich mal, mehr zu straffen, zu organisieren, dass es zum einen für uns leichter ist und natürlich, dass auch das Erlebnis für die Kunden viel toller ist, ja. Also das braucht halt einfach alles ein bisschen Zeit, ich glaube, aber das kennst du selber. Ja, und ist auch schwierig, gute Leute zu finden. Das kenne ich natürlich auch. Ja. Ne? Also selbst wenn man einen Mitarbeiter hat, ist es dann, ich glaube, wir machen nach außen hin immer so ein sehr kreatives, super fun, total, alles ist super toll zu arbeiten und wir lieben unseren Job. Und wir lieben unseren Job ja auch. Also das ist ja nicht, also ich glaube, du würdest das nicht machen, wenn du das nicht lieben würdest und ich würde es auch nicht machen. Aber was da alles hintersteckt an Arbeit, also wenn manchmal Leute 1, 2, 3, 4 Wochen in meinem Team mitarbeiten und dann bis hierhin also schon gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Und ich mir denke so, das sind Sachen, die mache ich am Tag so nebenbei in 1, 2 Stunden. Ja, das ist schon dann immer krass. Also kann du wahrscheinlich auch. Und dann jemanden zu finden, der dann auch kontinuierlich tatsächlich mitzieht, das macht und einfach ein gutes Team mit dir zusammenbildet, das ist wirklich was wert. Und wenn du da gute Support-Mitarbeiter gefunden hast, dann Chapeau. Also, wir sind jetzt gerade sehr, sehr gut aufgestellt. Also alle brennen fürs Nähen. Sehr cool. Und gut, also, aber es ist ein langer Weg dahin. Und jeder neue Mitarbeiter, na, wir sind natürlich auch immer ständig auf der Suche nach neuen, die uns in bestimmten speziellen Sachen unterstützen und so. Na, das muss halt alles genau ins Team passen. Und das muss passen. Das muss ins Team passen. Also ich fühle mich zum Beispiel, ich sage ungern Kunden, ja, obwohl es ja Kunden sind, ne? Aber für mich fühlt sich das alles immer an, als ob das meine Nähfreunde sind, ja. Und das muss halt stimmig sein und das muss auch für meine Mitarbeiter so sein, ja. Und
Ich will zum Beispiel, dass meine Mitarbeiter genau diese, auch dieselbe Freiheit haben wie ich vom Unternehmertum, ja, wo ich sagen kann, oh nee, heute Vormittag habe ich keinen Bock. Ich muss mal nicht so hochlegen, ja. Und so kriegen zum Beispiel meine Mitarbeiter auch, sie haben zwar ihre Zeiten, wo sie arbeiten müssen, ja, aber sie haben auch Freizeiten, die sie selbstständig verplanen können, ja. Also zum Beispiel, wir haben Mittwochnachmittag, unser Laden ist geschlossen. Ja, es gibt genug zu tun, was zu erledigen ist. Aber wenn meine Mitarbeiter beschließen, das Wetter ist geil, sie wollen auf den Berg gehen, dann ist das für mich total okay und sie dafür abends dann die Arbeit zum Beispiel nachmachen. Ja. Na? Und das kann auch nicht jeder, Nee, aber also es wird sehr geschätzt. frei selber einteilen von Arbeitszeiten und das dann auch tatsächlich einhalten. Nein, nein, das kann ich nicht. Ja, also mir ist auch da wichtig, also auch mit meinem Team, dass das tatsächlich passt, also und dass es auch mit dem Kunden passt, also mit unseren Nähbegeisterten. Und ich sag mal, die Rückmeldungen, die wir bekommen, bestätigen uns jeden Tag echt in unserer Arbeit. Also da muss ich sagen, ist halt schon toll. Ja, Ja. macht ja auch noch mehr Spaß. Also wenn man dann auch noch positives Natürlich. Feedback bekommt. Und das ist ja auch, also ich sag, es ist ja immer noch so, Mundpropaganda ist die beste Werbung. Und das ist halt einfach auch immer noch so. Wenn meine beste Freundin begeistert ist von dir und erzählt mir darüber und fragt mich, ob ich Lust habe mitzumachen, habe ich ja wahrscheinlich viel mehr Lust, als wenn ich irgendwo eine Werbung von dir sehe. Es ist halt meistens so. Natürlich, natürlich. Ja, aber eben, wer schauen will, was wir, sag ich mal, alles so machen, ist erster Anlaufpunkt die Webseite und Facebook. Und ja, ansonsten darf man uns gern auch anschreiben, immer über PN, E-Mail und da helfen wir dann immer weiter. Cool. Das ist, Was ja. hast du denn Tolles für unser Suvent auf die Beine gestellt? Ich habe es ja schon durchgelesen und einige haben ja auch schon die Newsletter bekommen, wo das alles nochmal aufgeschrieben ist und sowas. Ich bin auf jeden Fall auch mit dabei und guck zu. Aber erklär nochmal, was du Cooles da machst. Also ich habe was zusammengepackt, was, sage ich mal, bei uns so auf Dauerbrenner sind, die sehr, sehr gut angenommen wird, werden, wo oft auch, sage ich mal, so Unwissen herrscht. Nicht mal absichtliches Unwissen, sondern weil es einfach nie auf dem Schirm vorbeigespült wird. Wo auch ein bisschen Respekt dabei ist, ja. Und wo man auch mit kleinen Geschichten viel erreichen kann, ja. Zum Beispiel haben wir da unseren Workshop Nadelkunde, ja. Der wird jetzt nicht ewig lange dauern, das ist genau, aber es ist ziemlich cool, weil ich habe nämlich zum Beispiel auch kaputte Nadeln gesammelt, falsch produzierte Nadeln, ja. Und einfach, um auch mal ein Bewusstsein zu schaffen, weshalb gute Nadeln wichtig sind. Was nicht heißt, dass sie teuer sind, aber dass die Qualität der Nadeln passen muss und dass man auch mal auf einem Foto tatsächlich auch erkennt, wie eine schlechte Nadel und eine gute Nadel aussieht. Und was ist eigentlich, Super wichtig. Also das ist ja. auch immer so ein Ding, wenn man das einfach mal so erkennen kann. Das ist Ja, super und wenn wichtig. man auch tatsächlich mal sieht, also ich habe auch Nadeln aus schlechten Produktionen, wo richtig die Nadel falsch produziert ist, ja. Und wo man sich dann auch mal, wo wir dann einfach mal gucken, was passiert denn da eigentlich, wenn ich mit so einer Nadel arbeite, ja? Was bewirkt das? Und ganz ehrlich, unsere Freizeit ist unser allerhöchstes Gut, die allerwertvollste Zeit, die wir besitzen, ja? Und da soll der Rest einfach auch passen. Ich will mich nicht rumärgern, nur weil die Nadel irgendwie schräg produziert wird, ja? Denkst du, die Nähmaschine ist kaputt? Richtig? Ja. Genau. Oder der Stoff wurde mit Löchern geliefert? Richtig. Und also da schauen wir mal drauf und da kommen echt immer richtig große Aha-Effekte. Das finde ich ziemlich cool. Dann haben wir einen Workshop, wo wir einfach mal über Paspeln und Schrägbänder reden, ja. Also gerade so Paspeln erlebe ich immer wieder, dass das so ein, wenn ich jetzt sage Angstgegner, ist das übertrieben. Aber die Leute haben einfach unglaublich Respekt davor, vor den Paspeln. Und das aber gar nicht so schwierig ist. Ja, man Eigentlich eine stellt sich da, Paspel. also in der Vorstellung stellen sich viele tatsächlich vor, das ist super schwierig, das so perfekt zu nähen. Deswegen mache Richtig. ich das nicht. Ja. Richtig, genau. Und zum Beispiel auch der Hinweis, dass es gar keine, dass man für die Nähmaschine den Paspelfuß überhaupt nicht kaufen braucht, ja.
weil es ja der normale Reißverschluss gut auch tut, der standardmäßig dahergeliefert wird. Und dann auch die Füßchen. Natürlich, natürlich. Und zum Beispiel auch, wie einfach das mit der Overlock ist, ja. Und was man da echt Cooles machen kann und wie eine Pastel einfach auch schlichte Kleidung total aufpeppen kann. Ohne groß. Ich meine, es gibt ja auch die Näher, die Puristen, sage ich jetzt mal, ne? Die nicht mit so viel Tüdelkram nähen. Und wo ich mich auch eher so dazu zähle. Ich auch. Bei mir ist immer eher so, ich bin ja Passform-Nerd, bei mir ist immer so passend. Das muss einfach sitzen. Ja, es muss passen. Genau. Genau. Und da einfach auch mal zu zeigen, was man da machen kann und wie einfach das auch echt geht, ja. Und das ist mir dann Anliegen und natürlich auch das Schrägbänder und da auch einfach mal einen entsprechenden passenden Hut mal dazu herzeigt, ja. Und wo man sagt, Mensch, hier, das wäre ein tolles Geburtstagsgeschenk, den passenden Fuß mal haben, um mir das Leben viel, viel leichter zu machen und auch echt Freude daran zu haben. Super Geschenkidee, muss ich jetzt auch mal sagen. Man weiß ja nie, was man irgendjemandem schenken soll. Und auch unsere Männer wissen oft nicht, worüber wir uns freuen würden, wenn die denn mal so einen Wink mit dem Zaunpfahl bekommen könnten, genau, zu einem Geschenk, was nicht gleich 500 Euro kostet, aber total freuen würde. Genau. Und dann nähen wir am Abend, machen wir tatsächlich ein Projekt. Das wird dann also auch eine längere Einheit, wo wir sicher 2, 2,5 Stunden arbeiten, wo wir halt einen Shopper nähen mit einer Kellerfalte und so einer innenliegenden Reißverschlusstasche, weil ich einfach, also diesen Shopper habe ich schon ganz oft genäht mit meinen Mädels und der ist immer unfassbar beliebt, weil er halt ein super Geschenk ist, ein Projekt ist, was nicht zu schwer ist, aber einen echten Wow-Effekt hat. Und hast du, schickst du Materialliste rum? Ja, also Materialliste, ich schicke dazu eine Materialliste, sind wir jetzt gerade dabei, alles zusammenzustellen, Materialliste, wir nähen auch nochmal ein extra schicken, dass ihr auch ein Foto seht, dass ihr euch das vorstellen könnt und wir sind auch dabei, das Schnittmuster passend zu machen, dass wir das dann auch rausschicken können. Und dass man dann alles bereitet, dass man quasi den Zuschnitt schon mal zu Hause vorbereitet und wir dann echt entnehmen gehen können. Das Ganze natürlich, ich plaudere dann immer, wenn wir live zusammen nähen, total aus dem Nähkästchen über Tipps und Tricks und auch Böcke, die mir passieren, ja, und ist so, ne? Also ich glaube gerade live, also ich schneide zum Beispiel meine Fehler aus den Videos auch nie raus, sondern ich sage dann während des Videos, das war falsch, Leute. Ich blende euch das vorher ein, bevor ihr das alles nehmt, als Hinweis, Vorsicht, jetzt kommt ein Fehler. Und werde den dann aber gleich nochmal korrigieren, weil, also wenn mir hier was passiert, wo ich jetzt schon dutzende Jahre nähe und sowas, dann ist es wahrscheinlich auch etwas, was anderen mal passiert. Und ich finde sowas gerade in Live-Videos total wertvoll als Tipp und gut und auch für Leute, die zu Hause sitzen und nähen und wo auch nicht immer alles glatt läuft, dass man halt einfach sieht, ja, Mann, mich nicht alleine. Genau, das beruhigt die Leute auch ungemein, total. Ja, also ich kriege dann immer Feedback hinterher, wenn mal was passiert ist. Mensch, das beruhigt mich aber ungemein, dass da auch was schiefgegangen ist mal bei dir, ja. Und wer sich das nicht so richtig vorstellen kann, also hier, ich schicke euch dann auch mal noch ein Foto. Ich sitze hier quasi in einem, letztens war der Schulfreund von meinem Sohn und sagt, wow, hier ist ja ein Gaming-Center, ja. Wie alt ist dein Sohn? Der ist 10. Und weil hier sind 3 Kameras rund um mich postiert, ja, Zuschneidtisch, Nähplatz und natürlich, dass man mich sieht, ne? Mikrofon hängt da, große Lampe, das alles schön ausgeleuchtet ist, also so eine Studioleuchte, ja. Und er war total geplättet und dachte, ich bin hier die große Gamerin. Ja. Mein Sohn war dann ganz stolz geschwellte Brust. Also, und ich kann dann tatsächlich hier auch hin und her schalten. Na? Also, während des Lives ist es total easy, hin und her schalten, dass man quasi das auch echt immer den Blick hat, den man braucht. Na? Und da nähen wir sozusagen das Kästchen. Und dann machen wir noch einen zweiten Tag. Na? Darf ich noch einen zweiten Tag gestalten? Du darfst noch einen zweiten Tag gestalten. Genau, das haben wir gemacht, damit ihr auch wirklich was von Claudia und von den anderen Expertinnen habt. Da hast du dir ja auch noch einiges einfallen lassen. Also genau, und da habe ich mir überlegt, reden wir mal über Nähfüße. Mhm.
Das machen wir zwei Einheiten. Bei der ersten Einheit gucken wir uns mal an, was überhaupt standardmäßig bei der Nähmaschine dabei ist. Weil ich immer wieder feststelle, dass quasi mit dem Fuß genäht wird, der auf eine Maschine draufgeklemmt hat. Ja. Maximal wird der Reißverschlussfuß noch rausgeholt. Weiß aber auch, und meistens keiner so ganz genau, wie der jetzt so benutzt wird. Eben. Und dass wir mal die beleuchten, was man eigentlich mit diesen Füßen Cooles machen kann, wofür die sind und dass man auch einfach mal ins Tun kommt, ja. Also die auch tatsächlich weiß, Mensch, jetzt reiße ich den anderen Fuß her. Also, das mache ich mit dem Fuß, das ist ja geil. Und so geht's Leben viel, viel leichter, ne? Und in der zweiten Einheit habe ich mir überlegt, dass wir uns Füße angucken, die man immer als Zubehör kaufen muss, meistens, sage ich jetzt mal. Aber die das Leben unfassbar erleichtern, das Nähleben, ja. Und da braucht man nicht dieses, keine Ahnung, 30er oder 50er Set, die es im Angebot gibt, ja. Sondern ich habe da echt 8 oder 10 rausgegriffen, die das Leben echt schöner machen. Ja. Die du auch regelmäßig benutzt, Hand aufs Herz? Ja. Ja? Okay, ja. Gut. Ich sehe nämlich leider ganz oft irgendwelche Vorstellungen, wo ich so denke, so, ist das wirklich praktisch? Ich weiß es nicht. Ich habe 1, 2 Füße, die ich tatsächlich nicht so häufig benutze oder sehr, sehr selten, eigentlich nur für Lehrzwecke, weil das was ist, was ich tatsächlich nicht nähe. Aber wenn ich sowas nähen muss, dann reiße ich die her. Also das ist einfach, weil ich nähe jetzt nicht mehr auf Auftrag, das machen meine Mädels mittlerweile, ja, momentan haben wir da ein bisschen Pause, aber ich nähe halt für mich, für meine Familie, ja, oder wenn ich mal was herschenke. Und da kommt das halt nicht vor, ja. Also ich nähe privat, sage ich jetzt mal, keine Rüchen. Okay? Das ist, Mama, das ist cool, so gehe ich nicht aus dem Haus, ja. Aber die ich aber, als ich noch Rüchen genäht habe, tatsächlich viel hergerissen habe. Ja. Ich bin wirklich gespannt. Also ich bin gespannt, was für Füße du da rauszauberst und was du uns dazu. Zeigst du das auch praktisch direkt immer, was man direkt natürlich macht? Ja, natürlich. Also ich habe dann, ich habe dann die Nähmaschine da, tausche die Füße, zeige, wie das funktioniert, wie sich zum Beispiel bei manchen Füßen das Ergebnis verändert, wenn ich mit der Stichlänge spiele, wenn ich an den Einstellungen am Fuß spiele. Da passiert ja nochmal, da ist ja nicht immer dasselbe Nähergebnis, ne? Und dass man da auch tatsächlich mal die Unterschiede sieht, ne? Sehr cool. Also ich denke, das wird auch etwas tatsächlich sein, was unsere Teilnehmerinnen sich hinterher bestimmt auch noch öfter mal anschauen werden. Weil das gerade Sachen sind, also wenn man die jetzt einmal sieht, selbst auch wenn man direkt das Füßchen noch zu Hause hat und sich das in der Hand hat und direkt neben die Nähmaschine legt, weil man es gerne auch ausprobieren möchte, aber vielleicht lieber dir noch erstmal gespannt zuschaut, dass man sich das hinterher auf jeden Fall nochmal anguckt. Für alle Workshops, die ich bei euch machen darf, gibt es auch Handouts. Sehr cool. Sehr cool. Wie komme ich denn an die Handouts? Also wir haben ja, also ich erkläre es mal kurz, wenn ihr das bestellt, dieses Ticket zu unserer Online-Näh-Event, Suvent, also von Sewing und Event zusammengesetzt, falls es jemand interessiert, da bekommt ihr direkt ein paar E-Mails mit Informationen. Und unter anderem ist auch eine E-Mail von Claudia dabei. Da stellt sie sich vor, da sind Links drin und da ist ein Link auch zu Claudias Newsletter drin, bei dem ihr euch bitte, bitte, bitte anmeldet, wenn ihr von Claudia die Informationen haben wollt. Ich würde sagen, ich würde die kurz vorher wahrscheinlich auch nochmal rausschicken, dass die Leute auf jeden Fall das haben. Aber wenn ihr von Claudia direkt die ganzen Sachen auch noch zugeschickt haben möchtet, geht das wahrscheinlich schneller, als wenn ihr darauf wartet, dass die irgendwann über den Zeitraum verteilt bei uns einfügeln. Und auch in der Gruppe bekommt ihr auf jeden Fall auch nochmal den Hinweis und die Links, dass ihr die Handouts bekommt. Also ich weiß nicht, wie das in der Facebook-Gruppe ist, vielleicht weißt du das ja, was man da hochladen kann und was man nicht hochladen kann. Also die Handouts möchte ich ungern hochladen in der Facebook-Gruppe, aber ich habe extra für das Sewent auch eine eigene Webseite eingerichtet, einfach claudiawittige.com/Sewent und dort kann man quasi anklicken, wenn man jetzt irgendwo bei einem Kurs dabei ist, sich quasi registrieren und sagen, ja, hier, ich bin dabei bei diesem Kurs, dann weiß ich das, habe meine Liste und schicke euch dann rechtzeitig an alle das raus. Super, super cool. Also das finde ich total geil, dass du das gemacht hast. Das ist auch sehr, sehr übersichtlich und strukturiert. Ich habe es mir ja auch schon angeschaut
Und also auch selbst wenn ihr später mal irgendwo das vielleicht die E-Mail schon bekommen habt, aber nicht mehr wisst, oh Gott, wo sind diese Unterlagen, dann genau. Da nochmal schauen und dann könnt ihr. Die schicke ich dann auch tatsächlich erst, sag ich mal, so eine Woche vorher raus, weil wenn man das jetzt schon rausschickt, dann verschwindet das im Mailpostfach, im Nirvana. Es sind ja auch viele Informationen, die alle am Anfang bekommen und sowas. Und ihr könnt euch aber sicher sein, immer bevor jemand dann am nächsten Tag seinen Tag hat, sei es mit Live-Videos oder mit Workshops, werdet ihr auf jeden Fall vor. Genau. Ich werde dann auch nochmal genau schreiben, wie ich das gestalte, wie das abläuft, ob man die Nähmaschine bereithalten soll, die Overlock, whatever, ja. Ob man direkt mitarbeiten kann, was man vorbereiten soll. Also da schicke ich dann auch an die Teilnehmer tatsächlich nochmal genaue Anweisungen raus, da sie bestmöglichst vorbereitet sind. Sehr, sehr, sehr cool. Ich freue mich schon wirklich riesig darauf und bin jetzt noch gespannter auf deine beiden Tage. Also das mit der Tasche werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Aber für mich wirklich, also für mich das super Highlight ist, glaube ich, wirklich das mit den Füßchen. Weil ich muss gestehen, ich habe ja auf einer alten Fachindustriemaschine gelernt. Da gab es keine anderen Füßchen. Ne? Mhm. Da gab es nur das normale Füßchen und ich habe tatsächlich gelernt, wie ich eigentlich wirklich alles mit diesen normalen Füßchen machen kann. Aber wenn ich mir heute die Füßchen angucke, ist es natürlich auch für mich ganz eindeutig zu erkennen, dass viele Füßchen die Arbeit sehr erleichtern würden. Also bin ich unbedingt. Da wirklich, wirklich, wirklich gespannt und freue mich auf jeden Fall schon auf die Zeit. Es gibt aber eben auch, wie gesagt, es gibt auch, wie gesagt, eben echt Füßchen, die braucht kein Mensch. Wo einen quasi doppelt gemobbelt ist, ja. Ja, was habe ich denn letztes für ein Füßchen? Ich habe eben so ein Füßchen online bestellt, das war für die Overlock. Und ich glaube, das war tatsächlich nicht so für Rüschen, aber zum Raffen oder irgendwie sowas. Genau. Das konnte man extra an die Overlock dran schrauben. Das war aber von irgendeinem anderen, also einem Nicht-Nähmaschinenhersteller, das war von einem externen Hersteller. Ja, das, da hätte ich lieber 40 Euro irgendwo sinnvoll gespendet an irgendjemanden. Das war ein Angriff ins Klo, muss ich sagen. Aber naja, man lernt aus seinen Fehlern. Ich bin mal gespannt und hoffe dann auf gute Tipps von dir. So, liebe Claudia, unsere Zeit ist quasi schon rum. Ich habe schon gehört, du bist gleich auch noch wieder busy, busy, busy. Also, ja. Ich werde dich auf jeden Fall hier verlinken. Ich werde unser Event hier verlinken. Ich werde nochmal auf deine Facebook-Seite auf jeden Fall auch verlinken, dass alle dich auch finden können. Und dann freue ich mich auf zwei coole Tage mit dir. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das war für mich super interessant und sehr sympathisch, muss ich sagen. Dankeschön, gleichfalls. Danke, freue ich mich und auf viel Zeit. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Es ist mir eine Ehre und ich freue mich schon. Echt klasse. Cool. Wir sehen uns spätestens in der Gruppe. Bis dann. Habt einen Spaß. Bis dann. Tschüss.